Dich würde ich nicht anrufen. Ich bin ja für das hier und Kreisliga. DFB, außerdem bin ich gut mit Habibi Gaye. Hab seine Nummer, Chat. Kenne ihn schon ein bisschen länger. Und ehrlich, guter Kumpel, guter Kollege von mir. Kenne ihn schon ein bisschen. Wir gehen mal hier rein. Kai Havertz. Und riecht nach blauer Farbe. Der Mann. Kann auch wieder so eine Fangfrage sein. Ey, wie dumm bist du, Mann? Wir beantworten mit. Willkommen zu einer neuen Folge DFB Team Taxi, heute mit Kai Havertz und... Ich weiß, was alle denken. Nervt nicht. Nein, nervt. Julian Brandt, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ich denke, die Spielregeln sind inzwischen alle klar. Ich stelle euch die Fragen, ihr antwortet im Optimalfall richtig. Nice. Los geht's. Frage 1. Wer hält in der aktuellen Saison den Top-Speed der Bundesliga? Jeremiah Sanchez, Alfonso Davis, Leroy Sané oder Erling Haaland? Ich sag Haaland. Musst du wissen, ich weiß nicht. Haaland oder Davis? Ich glaube, es ist nicht Davis, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, Erling hat den auch nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist so ein dieser Sanchez oder sowas, weißt du? Ich glaube auch. Diese umgekehrte Taktik ist. Den hat keiner auf dem Schirm. Genau. Das kann alles sein. Geh mit. Also ich sag so, entweder der Davis oder der Sanchez. Glaubst du? Ich glaube, bei Leroy und Erling glaube ich nicht, dass sie sich. Tschüss. Erling hat auch noch nicht so ein richtig. Die Frage ist halt wichtig, wir brauchen ein gutes Gefühl, um reinzukommen. Also zocken. Sag du, ich weiß nicht, du spielst in der Bundesliga. Ich würde jetzt sagen, ich glaube, Davis hat es letztes Jahr. Wir sagen es dann tschüss. Richtig. Hey, bisschen mehr Motivation da, hä? Bisschen mehr Motivation da ist richtig. Ja, vielleicht nochmal sagen, hey, hast du gut gemacht. Die Unterschiede sind aber nicht so groß. 36,63 km/h ist der Ramon Sanchez. Und Davis 36,08 km/h. Holt der Davis auch noch ein. Lass ihn mal. Okay, gut. Job. Nächste Frage. Cool, wer ist der so bisher Druck einzige setzen. Deutsche Spieler, der als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet wurde? Franz. Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus oder Jürgen Klinsmann? Matthäus. Also der Weltfußballer als Ballon d'Or. Dieser Runde. Ja, Matthäus. Matthäus. Ja. Hä? 1991. War ein Test. Welcher Schiedsrichter unter den Männern wurde am häufigsten DFB-Schiedsrichter des Jahres? Dennis Aitken, Felix Brüch, Manuel Gräfe oder Markus Merck? Felix Brüch. Felix, hätte ich auch gesagt. Wollt ihr ihn noch Felix. Oder? Der macht immer ein CL-Finale manchmal. Ich vertraue dir. Oder? Nein, noch nicht. Nee, wir haben es ja noch nicht gesagt. Ey, Junge, wie dumm bist du, Mann? Gräfe und? Wer war das noch? Es war alte Kindbrüch. Merck. Peter Merck. Was? Peter Merck, nee, Markus Merck. Markus Merck, ja. Peter Merck. Wer kennt ihn nicht? Ja, Markus Merck. Markus Merck, nämlich. Der ist es, ne? Lambo Squad, danke schön. Was wollt ihr jetzt? Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Ja, Markus Merck. Ja, Markus Merck ist richtig. Genau. Ja, ist jetzt aber 0 Punkte, Chat. Wird rausgeschnitten. Welcher ist der mitgliedstärkste Sportverein der Welt? Weiß ich, Manchester United. Benfica Lissabon. Real Madrid. Real Madrid, meine ich. Bayern München oder Borussia Dortmund. Real. Safe. Wir warten erstmal. Kann auch wieder so eine Fangfrage sein mit Benfica. Also Deutschland, auf jeden Fall, hat Bayern mehr Mitglieder. Ja, du denkst mir zu wenig nach hier. Benfica glaube ich auch nicht. Also Real oder Bayern. Real ist doch der größte Verein der Welt. So von den Mitgliedern her. Ja, die sagen, sie sind der größte Verein. Ich würde Bayern sagen. Ja, komm, dann nehmen wir Bayern. Bayern ist richtig. Was? Nächste Frage. Welches Land hat bisher die meisten WM-Endspielteilnahmen? Oh, okay, warte. Frankreich, Brasilien, Deutschland oder Argentinien? So, Brasilien wurde 5-mal Weltmeister. Ich glaube, die haben noch nie ein Finale verloren. Deutschland wurde 4-mal Weltmeister, hat aber schon mal ein Finale verloren. Frankreich wurde 2-mal Weltmeister. Ich glaube aber nicht, dass die 4-mal ein Finale verloren haben. Es ist Deutschland oder Brasilien. Die Frage ist, wer hat? Es ist Brasilien oder Deutschland? Ich gehe. Brasilien hat noch nie ein Finale, glaube ich, verloren. Oder hat Brasilien schon mal ein Finale verloren? Ich gehe Brasilien. Ja. Okay, lass mal überlegen, seit wann wir leben. Ja, wir hatten da schon mal die meisten. 2018 war Frankreich schon mal, ne? Die haben schon mal Frankreich. 2014 war Deutschland, Argentinien. 2010, wir waren da. Spanien gegen. Könnt ihr mal aufhören, Julian Brandts Frisur zu halten? Meine Fresse. Da haben schon mal jeder eine.
Denkt ihn, den interessiert es den gerne, der guckt sich seinen Kontostand an, der kann aussehen wie sonst was. Das interessiert den Mann nicht. Brasilien, oder? Brasilien. Gegen wen? Deutschland. Ja? Dann danach bin ich raus. Deutschland? Das ist quasi als ob die viermal im Finale verloren haben. Ich würde sagen, Frankreich ist raus. Ist raus? Ja. Ich hätte gesagt, Frankreich ist es. Ich sage jetzt einfach alle vier Namen und da, wo bei dir die Haare am höchsten stehen, da sagen wir einfach Bescheid, okay? Deutschland? Frankreich? Argentinien? Das ist aber eine gute Taktik. Ehrlich. Und? Wer war es? Brasilien. Ja, die mag ich. Die Brasilien, die, also die würde ich halt sagen, aber das gibt mir ein ungutes Gefühl, weil die letzten 20 Jahre nicht waren. Ich sag Brasilien. Ich auch. Okay, dann sage ich es auch. Brasilien ist falsch. Mann. Wir sind aber Zweiter, ne? Ja. Bruder. Erster ist Deutschland. Ja, Deutschland? Ich wusste es. Mit 8. 8 Stück? Digga, die haben 4-mal ein Finale verloren. Meine, sonst wäre die Frage ja nicht gekommen. Krass. Letzte Frage in der Kategorie. Wer war der erste deutsche Nationalspieler des VfL Wolfsburg? Nice Frage. Maxi Arnold, Sultan Sebastian, Marcel Schäfer, oder Riedle Baku? Baku nicht, Arnold ist schon. Marcel Schäfer. Marcel. Michael Schäfer? Marcel. Marcel Schäfer. Peter Merck, Michael Schäfer. Wer sind diese ganzen Spieler? Der, glaube ich. Also Maxi war vor Riedle Nationalspieler. Also ist Riedle weg. Das stimmt. Ja? Ja, also ja. Der war ja früher mit, also schon ein paar Jahre her. Ach, war der schon mal? Ja, ja. Okay. So, dann. Marcel Schäfer, kennst du geil. Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm, ob der... Der war schon mal. Der war schon mal, ja. Dann sagen wir, der war schon mal, dann ist die der auch... Die waren alle, das kann ich euch sagen. Ja, genau, aber jetzt nur von der Chronologie sozusagen. Schäfer, glaube ich. Du? Was sagst du? Ich vertraue keinen. Ja, ist falsch. Der Mann, Digga. Es ist so eine Scheiße. Ja. Wenn wir anfangen. Aber ich habe für 30 Sekunden gedacht. Nochmal geschnuppert. Ich kenne den nicht mal. Am 23. Februar 2000. Euer Fußball-Experte, Chat. Hat nur ein Länderspiel. Ja. Aber DFB weiß ich jetzt nicht. Scheiß drauf. Weiß ich jetzt nicht, ob ihr da eine Werbung braucht, ne, DFB? Ihr müsst einfach nur sagen, ja oder nein, welcher der ehemaligen Spieler oder aktuellen Spieler ist deutscher Meister? Ah ja. Stefan Kunz. Ja. Ja. Ja, stimmt. Mit? Kaiserslautern. Richtig. Schief, wer weiß denn? Oliver Bierhoff. Ja. Boah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wo der in Deutschland gespielt hat. Weil es wahrscheinlich so offensichtlich ist, sage ich jetzt nein. Oder? Ja, nein. Nein, ist richtig. Wurde mit Milan, aber das ist ja kein. Ja. Marco Reus. War er bei Dortmund, als die Meister wurden? Nein. Nein. Ja. Richtig. Aha. Christian Gentner. Ja. Ja, mit Stuttgart oder Wolfsburg, ne? Ja. Wolfsburg. Ja, beiden. Ja. Beiden sogar, ja. Rudi Völler. Ja. Nein. Nein, ist richtig. Können wir den wieder anrufen als Telefonjoker? Matthias Sammer. Ja. 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 Dortmund. Mit? Dortmund. Also im Zweifel dann mit Dortmund, aber. Ja, VfB auch. Merkt ihr selber? Aubameyang. Ja. Nee. Ist eigentlich schlecht, dass bei dir die ganzen Dortmund-Spieler kommen. Ja. Andreas Köpke. Der Torwart. Der hat bei Nürnberg gespielt. Da weiß ich nicht, ob die. Sind die schon mal Meister geworden? Der hat aber auch keine Ahnung, Mann. Der hat auch keine. Nein, das ist richtig. Auch wenn es gerade da ist. Ich kann Gündogan. Ja, Dortmund. Oder? Dortmund, ja, mit Dortmund. Ja, ja. Ist er? Ja, der ist. Ja, stimmt. Und noch als allerletztes Mario Basler. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Okay, ich glaube schon. Nee. Also ja. Nein. Ja, ist richtig. Ja, okay. Können wir noch ein Geografie-Quiz machen oder so? Sollen wir mal wirklich, es wäre geil, wenn wir zusammen zu Günther Jauch. Nein, nicht mal bis 500 Euro schaffen. Ja, doch, da ist ja viel Joker. Stimmt. Ja, aber darf die kannst du ja auch nicht immer verlassen. Nur der Tribünen-Joker ist geil. Aber wenn du jetzt da sitzen würdest,
und du hättest einen Telefonjoker. Wen würdest du anrufen? Eli. Kommt drauf an, ich würde. Also kommt drauf an, welche Kategorie die Frage ist. Dich würde ich auf jeden Fall nicht anrufen. Warum heißt Elon Musk Elon Musk? Hä? Was? Ist das eine Scherzfrage oder ist das? Nee, ist eine echte Frage. Also jetzt eine Wissensfrage. Weiß jetzt einer. Er mag auch Elon Musk. Nee, ich weiß es nicht. Weiß einer vorne die Antwort? Soll ich es googeln? Elon. Nein. Okay, sag. Komm, jetzt hast du den Auftritt. Weil es sein Name ist. Das ist so schlecht. Okay, was ist. Hast du aber nicht rausgehauen, ne, Kai? Rot und riecht nach blauer Farbe. Was? Okay, was ist rot und riecht nach blauer Farbe? Rote Farbe. Cool. Ich glaube, ich habe das Prinzip langsam verstanden. Ja. Wie dumm ihr seid, also wie sie nicht drauf kommt. Ja, ja. Danke, danke Kai. Danke, danke Julian von mir. Nice Video. Ciao, ciao. Nice Video. Darauf haben wir doch alle gewartet. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Leute, wieso heißt ihr Mask? Ihr Mask? Ich hab einen super Joke, Mann.